Also, mein Name ist Marcel Bernet. Ich würde euch gerne eigentlich meine zwei Open Source Projekte vorstellen. Warum mache ich das? Weil mich Leute immer wieder danach fragen. Ich eigentlich seit glaub, zwei oder drei Jahren schon Kurse über die gebe, jeweils im Rahmen von der CA Open. Und die Kurse sind eigentlich immer voll. Naja, schauen wir mal. Also, wo geht's und was geht's eigentlich bei diesen zwei Open Source Projekten? Es geht eigentlich um die Welt eigentlich von den vernetzten Dingen, also sprich das Internet der Dinge ein bisschen kennenzulernen und das Ganze natürlich eigentlich ohne so die Altlasten, also sprich das Altmetall, wie genannt PC, Personal Computer, sondern mit modernen Geräten wie halt mit Handys, Raspberry Pis und Tablets. Und es ist wirklich für Leute gedacht, die selber etwas damit machen wollen, sich selber in das Ganze auch einarbeiten wollen. Die haben eigentlich auch sehr viel Vergnügen daran. Es gibt auch Leute, die das auf andere Plattformen, zum Beispiel die Lego-Plattform angepasst haben und eigentlich sehr viel Spaß damit haben. Wer aber ein fertiges Produkt sucht, der geht lieber zu den kommerziellen Anbietern. Wie funktioniert das Ganze, und das ist unabhängig davon, was dann wirklich genau damit gemacht wird. Ich verwende Raspberry Pi, also kleine Mikrocomputer für die Steuerung, und Arduino, das sind kleine IO-Boards, kann man auch sagen, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit einer intelligenten Tastatur, können nicht sehr viel, sind aber sehr vielseitig, und verwende die eigentlich dann zusammen mit den Handys als Eingabegeräte zum Modelleisenbau oder auch eine Hausautomation aufzubauen. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, und das gefällt auch den Leuten, sie können eigentlich das Ganze Stück für Stück erarbeiten. Es ist alles eigentlich auch sehr schön dokumentiert. Und das eine Projekt ist eben das Micro-SAC-Projekt, wo zur Steuerung von Modelleisenbahnen verwendet wird, wo genau auf diesem System aufbaut. Und das zweite System ist das Micro-Home-Projekt, wo Sie eine kleine Hausautomation aufbauen können und so das Ganze halt auch zum Beispiel Ihren Schülern näher bringen können. Wie funktioniert das Ganze? Wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, sagt ja Gartner, so eine internationale Zukunftsfirma, Forschungsfirma, dass wir eigentlich so 2020 irgendwie ein paar hundert intelligente Geräte zu Hause haben werden. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Einstieg, sich mal ein bisschen auf diese schöne, neue, vernetzte Welt sich einzulassen und mittels eins von diesen zwei Projekten sich mal ein bisschen mit dem zu befassen. Und das ein bisschen einfacher wird, habe ich mir also auch relativ Mühe gegeben, und das Ganze auf zwei relativ umfangreichen Wiki-Seiten komplett durchdokumentiert. Also ihr findet zum Beispiel für die Modelleisenbahn, findet ihr selber die kompletten Grundschaltungen, wie halt überhaupt so ein IO-Board angesprochen wird. Und bei der Hausautomation habt ihr sehr viel Raspberry Pi drin, wo man halt zum Beispiel hat. Auch Funksteckdosen oder andere Sachen schalten kann. Ja, wenn es Spaß macht, ich gebe jeweils Kurse, meistens an den Workshop-Tagen im September bei der CA Open oder als Schnellabrieb, das haben ein paar heute mitbekommen, so 8 Stunden in 2 Stunden. würde mich freuen, wenn ihr es einsetzt und wenn ihr was damit macht, geht auf ihn. Besten Dank.